Guten Tag und willkommen zurück hier bei New Super Mario Bros. Es geht weiter mit dem fünften Level von Welt 8. Ich denke nicht, dass wir das Spiel heute durchbekommen werden. Aber selbst wenn, das wäre dann nicht der letzte Part. Denn ich habe noch etwas geplant und wird sich vielleicht schon denken können, was. Aber ich verrate natürlich wie immer nichts. Und da unten ist die erste Starcoin. Ja, kriegen wir aber easy. Man muss halt nur auf die Flamme achten und dann kann man die easy einsammeln. Achso, wer sich fragt, weil ich es gerade unten sehe, wer sich fragt, warum ich... Warum geht der denn in die andere Richtung? Naja, egal. Warum ich einen Maxi-Pilz im Inventar habe. Ich habe, das war knapp, ich habe alle Toadhäuser gemacht, weil ich nicht weiß, ob das zu den 100% gehört. Und am Ende möchte ich halt da eine, ich glaube, 3 Sterne sind es, eine 3-Sterne-Datei stehen haben. Deswegen habe ich einfach alle Toadhäuser, Mann ey, kann nicht mehr reden. Nach, keine Ahnung, einer Minute gefühlt. Ja, deswegen habe ich alle Toadhäuser gemacht. Einfach, damit wir es nicht im Video machen müssen. Ne? Ich denke, es möchte niemand sehen, wie ich jetzt hier... Alles klar, okay. Es möchte niemand sehen, wie ich jetzt hier... Ja, 50 Toadhäuser mache. Ich glaube, da hat niemand Bock drauf. Wie soll man da hochkommen? So, alles klar. Hat ein bisschen weit gewirkt, der Sprung, deswegen... Ja. Deswegen dachte ich halt nicht, dass man da ans Ab rankommen würde. Aber doch, geht ganz gut. Alles klar, haben wir alle? Ja. Ich wollte nochmal schauen, ob wir alle Starcoins haben. Aber ja, wir haben alle, das heißt... Nächster Level. Und der Level ist nice. Ich habe ihn gerade erstmal verwechselt. Mit dem... Glauben ist es das nächste... der nächste Level, der kommt. Mit der... Soll man... Achso. Ah, nein, nein, nein. Mach, 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 Mario. Mach, mach, mach. Alles klar. Okay. Ja, ich hatte kurz einen Hänger. Dann ist das der nächste Level, der kommt mit den Meteoriten. Okay. Habe ich kurz verwechselt, aber nicht so schlimm. Ja, okay, okay, okay. Man muss sich tatsächlich hier ein bisschen beeilen, was hiermit getan wäre. Das hier ein... Oh, shit. Ist das hier ein, Mario Bros. Easter Egg? Na komm, lass ich mich treffen. Und geh hier lang. Aber sterben ist keine Option. Alles klar. Nice. Nicer Level. Gefällt mir echt sehr gut. Weil er... Ah, warte, das machen wir nochmal neu. Weil er halt etwas anspruchsvoller ist. Ne? Ihr wisst, ich mag es anspruchsvoll. Kann auch gerne ein bisschen frustrierend sein, klar. Und an der Stelle, auch wenn ich dann mal bei mehreren Leveln ein bisschen rumheule, absolut kein Problem. Das ist nicht, weil ich dann auf einmal ein Problem damit habe, dass es schwer wird. Sondern in der Situation ärgert man sich natürlich darüber, dass man, ja, manchmal ein bisschen ungeschickt ist oder einfach gerade dumm war und solche Sachen dann selbst nach dem dritten Mal nicht hinbekommt. Aber das ist gar kein Problem. Absolut kein Problem für mich. Kann wirklich gerne... Einfach ein bisschen anspruchsvoller sein. Kann der einen nicht sogar stunnen?
Ja, okay, keine Ahnung. Wir machen ihn auf jeden Fall mal weg, damit er nicht die Hammer nach unten wirft. Und ja. Das. Ja, okay, das war dumm. Aber was soll's? Was ist hier oben? Ne, ich denke, da ist nichts. Diese Stelle ist irgendwie komisch. Und hör auf zu tanzen. Alter. Da wäre ich fast innen reingesprungen. Was ist hier los? Okay, da ist ein Power-Up. Na, hoch mit dir, Mario. Okay, wofür ist die rote Röhre? Hier war ein Secret, oder? Hier war safe. Nein, Mario. Ah, ich wollte direkt springen auf der unteren Plattform. Aber Mario lässt sich ja erst so, genau so runterhängen. Und ja, in der Form kann man nicht springen. Geil. Aber wo ist hier denn das Secret? Ja, komm. Egal. Ich mache erstmal weiter. Ich denke zwar, es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Röhre nur Deko ist. Ja, komm. Alles klar. Es war wieder knapp. Oh Mann, ey. Komm, ey, die ist doch nicht nur... Moment. Kommt das hier vielleicht so ein V? Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, super. Hier ist ein Stern? Warum ist hier ein Stern? Mario, geh da hoch. Dankeschön. Ich hoffe, man braucht den Stern nicht. Ich bin so blöd manchmal. Ich dachte gerade echt, wir könnten noch die Welt schaffen, weil ich so schnell war mit den ersten zwei Leveln. Aber wenn ich jetzt... Wenn ich hier jetzt schon wieder rumfailen bin, dann, nö. Eher unwahrscheinlich. So. So wollte ich das auch eben machen. Mit den scheiß Sternen. Frag mich, warum man überhaupt oben lang gehen sollte. Weiß. Hier ist eine Starcoin, aber... Die war ja sowas von geschenkt. Gibt's hier nochmal ein Power-Up? Ja. Ach, scheiße. Ich bin so dumm. Ach, Mann. Was ist das? Warum bin ich so blöd gerade? Gib mir das scheiß Power-Up. Und dann durch hier. Aber sofort. So, weg mit dir. Stern her und durch. Ja, keine Ahnung. Diese Stellen wirken einfach ein bisschen unnötig. Manchmal. Deswegen schaue ich dann da länger und... Stell mich dann einfach manchmal ein bisschen blöd an, weil ich zu lange dann an der Stelle bleibe. Genau denselben Fehler schon wieder. Ja, okay. So, jetzt aber. Stirb hier jetzt nicht, Mario. Ohne Witz. Nice. Minuten.
10 Minuten. Ich habe die ersten zwei Level in 4 Minuten geschafft und der Level hat jetzt 6 Minuten gedauert. Gebraucht. Besser gesagt. Ja, komm. Wisst ihr was? Ich glaube, ich hab schon eine Idee für den nächsten Part. Mach dich ab. Okay, hier ist ein Pilz drinne, den werden wir auch brauchen. Okay, die Bomben kann man easy killen. Und wenn sie von so einem Meteoriten getroffen werden, dann werden die, glaube ich, angezündet und rennen wie wild hier rum. Also müssen wir schauen, dass wir die... Ja, dass wir die töten. Okay. Na gut. Und wofür ist der Mini-Pilz jetzt schon wieder? Hm? Wofür ist der Mini-Pilz? Die Mini-Röhre, meine ich. Komm, gib's mir. Wieder einen scheiß Mini-Pilz-Secret. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch ultimativ einfach... Scheiße. Das ist doch einfach nicht wahr. Kacke. Ja, komm, dann gehen wir halt ins Ziel. Wollte jetzt noch da nach dem Mini-Pilz suchen, aber wenn ich mich jetzt wieder so blöd anstelle. Er wollte wieder nicht springen. Ich hab's 1000-mal gedrückt. Aber wegen dieser komischen Animation, die. Ja, genau die. Wegen dieser komischen Animation wurde dann der Input nicht übernommen. Super. Mach diese Kacke da auf. Ich hab keinen Bock mehr auf den Level. Der Scheiß ist, ich muss ja sowieso nochmal rein. Wegen den Kack-Mini-Pilz. So ein Scheißdreck, Alter. Ohne Witz. Ah, komm, halt's Maul. Es ist nicht so schwer. Absolut nicht. Ich stelle mich hier ultra dumm an. Mach die Kacke da auf. Crap, ey. Dann halt so. Und ja, man könnte den Level easy machen, indem man einfach hier immer sich so einen Spot raussucht, wo man dann ein bisschen wartet. Aber ganz ehrlich, dauert mir zu lang. Ich hab keinen Bock, die ganze Zeit hier rumzuwarten. So. Dann machen wir es halt so. Beenden jetzt auch endlich mal den Level. Und ich werde den Mini-Pilz für den nächsten Part vorbereiten. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf, das im Part zu machen. Sorry dafür. Aber wohl... Was heißt sorry? Werden die meisten wahrscheinlich gut finden. Weil mir hier zuzuschauen, wie man, wie ich mir hier einen Mini-Pilz hole, ist... glaube ich, niemand sehen. Und zum Glück wurde der Input übernommen. Weil wäre ich da getroffen worden, bevor ich gesprungen bin, wäre ich runtergefallen. Okay. Was ist das jetzt hier? Starcoin, okay. Die kostenlos war, okay. Alles klar. Ich bin tatsächlich doch nicht gearscht. Und doch, irgendwie schon. Nee, irgendwie doch nicht. Let's go! Oh Mann, ey.
Und ich krieg sogar noch die Red Coins. Nice. Let's go. Oh. Ist eine Blume? Ja, scheiß drauf. Oh Mann, ey, wie ich hier durch den Level gehe. Kann man da links her? Da war eine kleine Lücke in der Wand. Wer es nicht gesehen hat, gerne zurückspulen. Aber ist da wieder ein Secret? Ich glaube, es gibt kein Secret Exit mehr. Nee. Nee, dann war da wahrscheinlich doch nichts. Und wir sind durch. Holy shit. Ja, okay, durch sind wir nicht. Wir müssen immer noch diesen nervigen Fight überstehen. Kriegen wir aber. Let's go. Denkt die ganze Zeit, er springt wieder, aber... Nö. Jetzt springt er wieder. So. Da darf man auf keinen Fall selbst dann springen. Nein! Du Drecksau. Okay, nice. Und jetzt gebe ich es dir. Zack. Alter. Als ich den Koopa-Panzer daneben geworfen habe, dachte ich mir schon so, ja, okay. Jetzt werde ich vielleicht getroffen. Und dann nimmt mich das wieder richtig schön mit, mental. Und dann werde ich nochmal getroffen und bin ich down. Ja. Und dann war dieser schöne Castle Run richtig für den Arsch. Aber nö, wir haben es geschafft. Und ja, wie gesagt, ich werde dann für den nächsten Part den Mini-Pilz vorbereiten. Und dann spielen wir den Level nochmal. Und dann geht's auch endlich hier ins finale Castle. Wie gesagt, ihr könnt euch auf jeden Fall drauf freuen. Das wird mega nice.